Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report, heute mit dem Thema Goldaktien auf 50-Jahrestief gegenüber Gold. Disclaimer. Goldaktien auf 50-Jahrestief gegenüber Gold. Dieser Chartvergleich zeigt die 50-jährige Unterbewertung von Goldaktien gegenüber Gold. Die letzten beiden Bärenmarkt-Rallyes 2016 und 2020 haben schon angedeutet, welches Potenzial in Minenaktien steckt. Wenn die nächste Rallye ein Bullenmarkt wird, wird es alles Vorstellbare und die Anstiege von 2016 und 2020 weit übersteigen. Es handelt sich damit um eine einmalige Chance, die es nur sehr selten im Leben gibt. Und man muss jetzt investiert sein, um dabei zu sein. Ja, kaum vorstellbar. Wir haben also einen fallenden durchschnittliche Goldaktienkurse seit 50 Jahren. Unterbrochen von einigen Gegenbewegungen. Man nennt das ja auch Bärenmarkt-Rallyes, die dann auch quasi dann die Goldaktien-Rallye war es, wo einige Anleger, wie ja der Rob Hirschberg beispielsweise, Millionen gemacht haben. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Aber nun haben wir meines Erachtens definitiv einen absoluten Boden. Und das spricht eben für eine enorme Chance in Goldaktien. Unabhängig davon, wir sehen jetzt, haben ja jetzt eine dauerhafte Etablierung von Gold über 2000 Dollar gesehen. Es werden Zahlen genannt. Ich hatte es ja auf einem Video vor ein oder zwei Tagen gesagt. Mit einmal kommen sie raus. Die Analysten reden von 3000 Dollar, 5000 Dollar, Mike Maloney. 8.500 Dollar könnte es sein, wenn es nach historischen Parametern gibt, dass genau dasselbe ist 1979 passiert, nach einer Korrektur, die Gold um das Vierfache. Das heißt, wir haben möglicherweise mit einem absolut starken Ausbruch, werden wir bald konfrontiert werden, was Goldaktien betrifft, und das komplette Wenden des 50-jährigen Bärenmarktes. Das heißt, dass wir in einen starken Bullenmarkt übergeben. Und dann sind diese beiden Goldaktienrallye, die Sie ja vielleicht noch in Erinnerung haben, 2016 und 2020, ganz, ganz kleine Ereignisse dagegen. Deswegen investieren wir in Goldaktien, finden das interessant, und weil es möglicherweise eine der größten Chancen überhaupt darstellt, meines Erachtens. Ja, hier ein Gold-Silber-Projektgenerator aus British Columbia und Nevada. Die haben fünf Projekte und das bei einer Marktkapitalisierung von nur 8 Millionen Dollar. Also die Golden Line Zone in British Columbia ist also hochgradige Gold- und Silberzone, Rockland. Das ist ihr Gebiet in Nevada. Das ist am Walker Lane Trend zu finden und hat auch eine lange und breite Gold-Silberzone. Das DMD Property Projekt, das ist eine Option, das zu 100, die zu 100% besteht, dass sie das hohe Potenzial Kupfer, also es handelt sich immer ein Hochpotenzial Kupfer-Gold-Projekt in British Columbia. Dann haben sie noch das Snowball-Projekt, das ist auch hochgradiges Gold- und Silberadern-System und nur noch das Holy Cross-Gebiet, das 3780 Hektar hat. Und das liegt in Zentral-British Kolumbien. Und hat ungefähr, ist ungefähr 60 Kilometer entfernt von dem Multi-Millionen-Unzen-Gold-Deposit Blackwater. Sie sehen auch der Chart, sieht sehr interessant meines Erachtens aus. Es hat jetzt mit dem ersten Goldaktienanstieg da schon Anstieg gegeben. Hier von Oktober von 5 Cent auf Richtung 12 Cent hat dann korrigiert, ist aber wahrscheinlich im Begriff, jeden Tag das alte Hoch zu erreichen. Und Sie sehen ja, wo es 2020 war. Und wenn wir einen Gold- und Silberboom jetzt tatsächlich kriegen oder eben auch diesen besprochenen Goldaktienboom, ist diese Aktie auch schnell auf dem alten Hoch von 2020, meiner Sicht. Bei diesen fünf Projekten, bei dieser geringen Marktkapitalisierung und diesem guten Rechtsgebiet, British Columbia, Golden Triangle, ist das sicherlich in dieser Situation eine Aktie, die man sich ruhig mal anschauen sollte. Ja, wie immer ist es natürlich auch keine Kaufempfehlung. Ja, warum sind Penny-Goldaktien so interessant? Goldaktien insgesamt, insbesondere Penny-Goldaktien, sind absolut extrem im Vergleich zu Gold unterbewertet, was kaum jemandem bewusst ist. Sie können hier anhand der Goldaktien-Bullen-Rallye
man 2016, 2020 sehen, dass Goldaktien um das 50, 100-fache oder mehr gegenüber Gold steigen können. Anders gesagt, Sie können aus einer Unze Gold in wenigen Monaten 10, 20, 50 oder sogar 100 Unzen Gold gemacht. Eine Jahrhundertchance. Ja, Sie sehen, wie diese Goldaktienrallyes hier funktionieren. Es werden im Vorfeld oftmals die Aktien völlig dezimiert, viele Anleger werden vertrieben. Mit einmal ändert sich irgendetwas und wir kriegen einen Boom, der in einer extremen Rallye endet. Meist dauert diese Rallye ja irgendwo 6, 9, vielleicht 12 Monate. Dann sind diese Aktienkurse heiß gelaufen. Sie enden in absoluten Spitzen. Da muss man natürlich auch, wenn die Stimmung besonders euphorisch ist, da verkaufen. Aber so funktioniert es. Und wenn zum Beispiel Gold auf der rechten Seite im selben Beispiel nur um 30% gestiegen ist, diese Aktie um das 10.000-fache gestiegen. Das heißt, mehr als 300 Mal besser als der Anstieg von Gold selbst. Unbeschreiblich, meines Erachtens. Ja, hier nochmal der 1000-Becker-Report. Wir versuchen also diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen zu sortieren und rechnen auch teilweise Potenzialfaktor aus, soweit das möglich ist. Versuchen abzuschätzen, das Vielfache kann eine Goldaktie oder Silberaktie steigen, wenn Gold 2500 bzw. Silber 50 Dollar erreicht hat. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dann werden Sie über neue Videos sofort informiert oder auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.